Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, die letzte Folge ist ein bisschen abrupt beendet, ja, weil ich da irgendwie nur noch so ein bis zwei Bilder hatte. Ich weiß nicht genau warum. Ja, und ich habe jetzt neu gestartet, es ist ein neuer Tag und ich bin direkt, ich habe direkt Tab gedrückt und bin sofort ins Menü gegangen. Und ich stehe dann auch genau hier unten herum, mitten im Fight. Also hier unten wurde es auch genau abgespeichert und ich sehe gerade, dass ich nicht mehr wirklich viele Trefferpunkte habe. Deswegen würde ich mal sagen, wir hauen uns mal ganz kurz etwas rein, bevor uns hier weiter dazwischen labert. Ich würde mal sagen, wir hauen uns hier auch mal was Leckeres rein. Was haben wir denn? Eine Krötegeule, eine Grüngeule. Davon knüppeln wir uns mal zwei Stück rein. Und dann würde ich dann mal sagen, wir nehmen uns... Eigentlich haben wir eine gute Waffe, würde ich mal sagen. Ich gehe mal raus. Oder gehen wir mal machen, gucken wir mal weiter. Ich bin ja ganz kurz in die Ecke gelaufen, damit ich nicht direkt vor den Dreh. Oder halt der noch nicht mal genug, sehe ich gerade. Wieso halt denn das nicht mehr? So, jetzt aber. Na, guckst du denn so komisch in die Ecke, Junge? So. Na komm. Ah ja, komm. See ya. So, den haben wir weg. Schlagring, ich glaube, den habe ich schon gelootet gehabt. Will? Wer labert da? Hallo? Uah, das schreckt mich. Hundi! Ich habe gedacht, der greift mich irgendwas an. Wie gesagt, ich bin ein bisschen schreckhaft. Wenn ich gerade irgendjemand reden gehört habe, fliegt der Ding hier auch drauf rum. Hm. Doch hier irgendjemand sich unterhalten. Gefahr. Ist aber keine Tür. Wo sind die? Sind die unter uns? Dramatische Musik ist auf jeden Fall da dran. Fusionszellen, Schlagstock, Institutpistolen. Die behalten wir mal. Beziehungsweise die können sie behalten. Da tun ja noch mehrere rum. Hallo, Kollege. Guck mal da. Sieh ja. So. Ja, ja. Komm, wir haben doch hier so viel von denen. Was hatten wir denn hier? Maulwurfsrattenhäppchen. Komm. Nein, Hundi. Lalalala. Moment. Da sollte ich doch mal treffen. So. Da waren aber noch mehr hier unten. Ich habe davon noch irgendwelche Reden gehört. Okay, wir gucken uns das mal hier um. Oh, habe ich mich wieder auf Fallout gefreut. So wie damals. Als man noch jeden Tag schön was aufgenommen hatte. Was? Muss mal ganz kurz vielleicht mal heilen. Ich muss mal ganz kurz hier auf den Clip hier. Ein Schuss. Ernsthaft. Na gut. So, Fusionszellen. Nee. So. Laufen hier noch mehr von denen rum. Und die? Dir geht's gut? Ich glaube, der gräbt nach dem Knochen. Da müssen Knochen versteckt sein. Haben wir sonst noch hier? Kronkorken, Fusionszellen, aha. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten sie davon Abstand nehmen, die Protektorenbegleiter zu manipulieren. Die was? Die Ortverdinger soll ich nicht manipulieren? Shit, die von den Zigaretten gar nicht mitnehmen. Na, egal. Ich glaube, es ist lieber gerade mal mit gezückter Waffe rum. Ich weiß nicht, wo er direkt wieder in der Mecke steht. So, unser Kollege liegt da noch gut rum. Ich finde, das Spiel läuft auch ein bisschen flüssiger. Ich laufe hier gerade echt mal mit 60 Bildern rum. Gestern waren es nicht mal konstant 60. Oh Gott. Hier ist niemand.
Dafür hätte ich gerne noch mehr. 201. Moment mal, was war das? Ja, da hinten. Oh Gott, da habe ich ja gar nichts für. Da habe ich 400, da will ich gerne verwandeln. Das müsste ich endlich mal langsam. Der Affe. Wait. Was war das denn? Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Ja, das glaube ich auch. Nein, nein, ich will hier gar nichts manipulieren. Hey, wer ist denn hier? Money. Was will der polieren? Verdammt. Die Empfindlichkeit meiner Sensoren muss eindeutig. Ist da jemand anwesend? Nee. Nee. Seltsam. Nee. Hier ist niemand. Hm, da muss ich rein. Was? Wo bist du? Warum höre ich den? Wo ist der? Hast du auch gehört? Wait. Warum ist er auf einmal aktiv? Irgendwann geht er in die Luft. Irgendwann geht er hoch. Ich mag dich nicht. Ich mag den Affen echt nicht, ey. Hey du. Was ist das denn? Ist das ein Fernzünder? Was hast du denn hinten dran? Unser Hund gibt um. Schade. Mal kurz F5 drücken. Ich dachte, bevor er gleich mal Bumm macht. Hey du. Hey du. Gruselig ist es. Ich habe mich getäuscht. Keinen Feind entdeckt. Nö. Wer soll ja auch sein? Oh, was sonst denn? Oh, ob ich endlich mal die Waffe mehr hier benutzen kann? Hm. 10 mm. Schrot, Stim, doppelläufige. Nee. Lalal. Oh, Kronkorkenfusion. Oh, ich mag die ganzen Fusionszellen hier. Wo ist der denn hier? Warte, hier hat doch gerade irgendjemand gelabert hinter. Fusionszellen. Das Ding ist explodiert. Gut, ich war es nicht gewesen. Glaube ich zumindest. Hm, was los? Patronen, Molotow. Lass den mal liegen. Ich will erstmal looten. Du kannst gleich immer noch auf Seite schieben. Verbesserte Tür. Oh, alles klar, kriegen wir doch hin. So, wo könnte der sein? Da oben und rechts irgendwo. Okay, ein bisschen weiter zur Mitte runter. Nee, Moment, also. Ah, knapp. Knapper. Noch knapper. Bad. Ach komm. So. Cool. 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 Hab dich. Shit. Alter, ey. Was für ein Terminator. Fusionszellen, ich mag euch. Krieg ich mal kostenlos Muni. Super. Bitte was? Wer ist vorbeigefahren? Hast du auch gehört? Tarnfähigkeit. Faszinierend. Cool, ne? Wo bist du? Hm. Alles gelootet? Ja. Das. Oh. Jetzt verstehe ich. Sie verstecken sich, weil sie Angst vor dem Tod haben. Komm doch mal runter. Wer versteckt sie denn hier? Und ich bin sicher nicht, der sich hier versteckt. Mit dem Aufzug fahre ich jetzt aber noch nicht.
stellen hier eine leere Flasche da rein. Es wird nicht lange dauern, bevor ich sie entdecke. Das glaube ich schon. Ich stelle keine feindliche Präsenz mehr fest. Ich auch nicht. Ich muss in den Zug neu hier rein. Hallo? Dinnerteller? Nee. Den lasse ich mal liegen. Hm? Was war gefunden? Also das Licht hier an, damit wir hier ein bisschen mehr sehen. Oh, wir wollen den Koffer mal entsperren. Hm? Das war ja einfach. Geschafft. Schwarze Weste und Hose nehmen wir natürlich mit. Können wir vielleicht was Stylisches nachher mal anziehen oder überhaupt mal irgendwann anziehen. Bin ich mal dazu. Wirf die Fuffis in den Club. Wie der sitzt. Ach, wie gut. Hast du was gefunden? Vorkriegsgeld. Ja. Ja. Wenn man sich mal so vorstellt, weiß ich nicht, ich stelle mir solche Sachen immer gerne mal so vor, dann, wenn ihr jetzt 200 Jahre hier unten schon so sitzt, da war ja wohl ihre Kiste, die sie bei hatte, als sie mit der U-Bahn gefahren ist. Und die Sachen lagen jetzt 200 Jahre hier rum. Ich finde sowas immer irgendwie übel, wenn ich so ein bisschen so die Sachen zurückdenke. Von der Geschichte her. Auch er hier. Er wollte bestimmt zur Arbeit fahren. Andererseits, Brahminfleisch war da drin. Ich glaube nicht, dass es früher schon Brahmins gab. Vielleicht hat irgendjemand seine Sachen dazwischen gelagert oder so. Ich weiß es nicht. Geht's irgendwo hin? Ne, da waren wir ja gewesen. Na komm, gehen wir mal zurück. Kamera. Ganz schön komische Musik hier. Die Musik ist echt ein bisschen komisch. Das ist aber auch übelst. Mit dem Zugfahrer hier, mit dem Lokführer. War die Wand da generell zu gewesen? Also war sie eigentlich am Ende gewesen? Oh, eine goldene Uhr. Ich mach mir über solche Sachen halt immer ein bisschen so ein paar Gedanken. Wie es hier abgelaufen ist, wie es früher ausgesehen hat. Deswegen mag ich Fallout auch so, weil man sich halt... Oh, Moment, hier war ich noch gar nicht. Weil ich mich halt so hier reinversetzen kann. In die ganze Geschichte, weil es halt... Naja, so ungefähr in die Gegenwart halt gespielt hat. Jetzt nicht vom Jahr her unbedingt. Ja. Aber, es ist halt nicht irgendwie Mittelalter gewesen oder so. Gut, was von der Atombombe her auch nicht wirklich viel Sinn machen würde, aber trotzdem. Aber, ne? Wie würde es dann wirklich hier so in 200 Jahren aussehen, wenn hier alles so rumliegen würde? Das ist immer so etwas, was ich echt faszinierend finde. Stange Zigaretten, die lassen wir mal liegen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon drin war. Ich glaube aber schon. Doch, hier kam ich raus. Ich war irgendwie vorne noch nicht gewesen. Deswegen finde ich Fallout auch so faszinierend halt. Weil sie ja auch schon U-Bahn hatten und Züge und alle so. Schrotpatrone, doppelläufige. Sackkapuze? Nee. Ne, lass mal hier. So, wo waren wir denn noch nicht? Was haben wir denn hier noch? Schachbrett. Ich gucke erstmal hier unten. Und da möchte ich gleich gerne mit dem Aufzug nach oben fahren. Ich bin mal gespannt, was da oben so ist. Okay, Putzmittel nehmen wir mit. Es ist auch alles ein bisschen logisch hier, dass am Ende so, weiß ich nicht, so ein paar Regale rumstehen, wo halt so ein Putzzeug rumliegt und so. Also es ist jetzt nicht einfach irgendwie wild irgendwo was hingeklatscht. Man kann halt mit den ganzen Sachen halt irgendwie auch was in Verbindung bringen. Es ist nicht einfach, weiß ich nicht, wo jetzt einfach hier eine Waschmaschine rumsteht. Obwohl, hier könnte auch eine Waschmaschine irgendwie hinpassen, weil die Raider das dann hier hingestellt haben oder so. Aber normalerweise halt nicht so. Ich finde es cool, weil die Sachen halt ein bisschen zusammengehören.
So, ich würde mal sagen, was haben wir da? Jetzt haben wir auch so eine Unterkunft gebastelt. Das Ding verbraucht wieder so viel Platz. Lass mich raten, ich kann jetzt schon fast nichts mehr tragen. Okay, wir entsperren den Koffer. Und machen uns erstmal Haarklammer kaputt. So. Wie schön. Kampfrüstung. Na komm, nehmen wir das mit. Nehmen wir die ganzen Sachen kurz mit. Vielleicht sind die gar nicht mal so schlecht, wenn ich mir die hinterher nochmal zu Hause angucke. So, Psycho nehmen wir noch mit. Kann man bestimmt gut verkaufen. Ja, wenn wir mal wieder ein bisschen Muni brauchen. Hier hört es echt auf. Also hier wurde nicht weitergebaut oder so. Wir sind eigentlich an der Endstation angekommen. Stimmt, hier ist ja auch so ein Puffer. Okay, dass der da drin liegt, macht nicht wirklich viel Sinn. Aber vielleicht hat den irgendjemand da reingelegt. Also macht es dann in dem Sinne schon wieder Sinn. Innerhalb von den 200 Jahren. Hier kamen ja auf jeden Fall schon ein paar Leute vorbei. Sonst würde es ja nicht hier so aussehen. Ja, ist doch gut. Also die Tonansage ist seit 200 Jahren aber immer noch nicht kaputt gegangen. Das ist ein bisschen komisch. So, Terminal, wir entsperren es mal. So. Dann haben wir hier. Lalalalala. Wo haben wir denn ein paar Klammern? Wir brauchen ein paar Klammern. Also so, ich bin ja schon ein paar mit der U-Bahn gefahren, aber so oft kommt da keine Durchsage, zumindest bei mir. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier in Amerika ist. Aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass hier so oft eine Durchsage kommen muss. Vorsicht vom Einsteigen oder vor den Gleis. Kommt hier nochmal irgendwo eine Klammer, die ich gebrauchen kann? Ich finde keine. Da ist eine. Okay, wir haben einige Klammern übersehen. Zumindest habe ich ein paar übersehen. Wo sind die? Okay, da ist doch eigentlich eine. Da ist doch eine. Oder habe ich die gerade schon gefunden? Okay, also, wie ging das Spiel nochmal? Wir gucken erstmal, welche ungefähr zusammenpassen. Mit S am Ende, E, S am Ende. Der wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht sein. E-S-N-S-E-S. Nehmen wir mal Jokes. Jokes hat einen Treffer. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Ein einziger Treffer. Gut, das könnte alles sein. E-S am Ende. Also E-S am Ende ist es nicht. Dann kann es ja theoretisch nur Shot sein. Skins, kann Skins sein? Ne, doch Skins könnte es auch sein. Towns. Zwei Treffer. Also das S am Ende und ich würde sagen das S am Anfang. Das würde hier nicht passen. Hier passt es erst recht nicht. Hier passt es auch nicht, also kann es eigentlich nur Skins sein. Durch. Einhalt abschalten, Persönlichkeitsmodus auswählen. Wir nehmen erstmal Erste Hilfe, dann wir. Das ist ja, glaube ich, am sichersten. Fehler, Protektor, Einheit abwesen oder beschädigt. Einheit abschalten. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Aufladestation frei ist. Fehler, Protektor, Einheit abwesen oder beschädigt. Also unser Kollege läuft hier irgendwo noch rum. Oder ist... Nee, da liegt er. Den habe ich gar nicht gesehen gehabt. Okay, der ist wirklich beschädigt. Und abwesend zur selben Zeit. Raminschädel. Bewegung entdeckt. Oh, shit. Nee, beweg mich. Ist die Bewegung. Hä? Wo siehst du mich denn? Überaktive Sensoren.
Was war das denn? Ja, ja, nur hyperaktive Sensoren und so. Was war das denn? War das eine Mine? Oder bin ich da drüber gelaufen? Die passe ich doch immer auf, aber der hat die ganze Zeit so komisch geredet. Ich habe gedacht, hier wär, der wäre hier irgendwo. Der wird sich hier irgendwo verstecken. Warum machst du das denn? Da war ein Dings. Okay, das habe ich nicht gesehen. Hier wird ich. Bin aber ich los, Kleiner. Hm? Na komm. Ich muss mal ganz kurz hier. Ich komme hier nicht vorbei. So, hier möchte ich rein. Die Ansagen, die nerven aber schon so ein bisschen. Wenn sie, sagen wir mal, alle, weiß nicht, alle paar Minuten kommen würden, aber nicht so oft. So, ich glaube, wir haben hier unten alles. Wir können uns, glaube ich, den Aufzug schnappen. Ich bin mal gespannt. Mal ganz gut speichern. Oh, wir haben noch nicht reingeguckt. Oder hat da gerade einer Vorkriegsgeld reingelegt? Bestimmt. Wir drücken das Knöpfchen. Und wir speichern doch nochmal. Wir steigen in den Aufzug. Komm rein. Nein, nein, nein. Komm rein. Tschüss. She's just the way I want her to be, a million times hotter.